So Leute, heute ist das soweit. Ein seltener Moment, so eine Scheiße. Heute muss ich Auto fahren. Da wollten wir heute mal schön am Beach fahren und eine schöne Beachfolge drehen. Und was passiert? Harald ruft mich vorhin an und sagt, oh Volker, tut mir leid, muss dir leider was sagen. Ich hab mein Lappen schon wieder verloren. Klasse, danke nochmal, du Idiot. Naja, wenn man meint, man muss zum zweiten Mal in diesem Jahr mit 160 durch eine Baustelle auf der Autobahn ballern, dann hat man auch selber Schuld. Ist ja, gut. Ja, Harald, ist okay. Ich sag das nochmal. Deshalb bleibt meine Karre ja immer stehen, so eine Scheiße. Passiert mir sowas auch nicht. Und das kann ich am Beach nicht vernünftig pilsieren heute. So, lass los jetzt. Ja, Scheiße. Scheiße, weiß überhaupt nicht, wie das geht hier. Geht noch ran. Oh, schön Automatik. Der wahre Raucher benutzt ein Automatikauto. Da kannst du nicht viel falsch machen. Da kannst du die ganze Zeit durchdampfen. Muss eine Schluckverlagerung hier. Eine nach der anderen dampfen. Schöne Schornstein öffnen. Ohne Pilsetten am Beach. Kann ich doch ein halbes Bier saufen oder was? Muss mir noch nie Gedanken darüber machen, weil die Karre immer nur rumsteht. Hin und wieder packe ich die Scheiße mehr um. Beschwert sich auch keiner. An der roten Ampel kannst du dich noch mal intensiv mit deiner Zigarette auseinandersetzen. Volle Konzentration. Ja, Volker, dann können wir mal wieder schön eine Folge am Beach drehen. Danke, Harald. Schön am Beach, ein schöner Ausflug und ohne Bebierung. Ist doch geil. Ach, geht so. Für dich ist das geil. Du hängst ja auch nur hinter deiner Kamera da ab. Du siehst ja überhaupt nichts vom Strand. Scheiße. Da kannst du überhaupt nicht gegen anrauchen, gegen den Stress. Oh, ich hab genug Tabak mit, Leute. Macht euch keine Sorgen. Die Stadt ist meine Rennstrecke. Schön. Da drückt er nochmal ordentlich. Klasse. Auch ein bisschen aufpassen auf den Blitzer. In meiner Innentür. Die muss randvoll sein mit Asche. So Leute, ist auch eine kleine Sightseeing-Tour hier für euch. Jetzt sind wir gleich bei der Bourgeoisie. Gleich hier schön Elbchaussee. Blankenese, Blankenese, wenn ich das schon lese, Leute. Blankenese, Geschichtsunterricht mit Volker. Das kommt von Blankenese. Die haben die Nase nach oben getragen. Haben wir alle Geld hier. Da bin ich ab von. Ja. Guck mal, schön, Harald. Das ist mit meinem Regelsatz nicht finanzierbar, so eine Bude. Herr Werner, lieb Kind, Alter, hab ich den ganzen Tag zahlt. Das halbe Bier, was ich saufen darf, will ich auch schnell reinfördern. Weißt du, dann hast du hier so eine Bude an der Elbe. Du kommst auch nicht weit mit deinen 36 Schlafzimmern. Du kannst eh immer nur in einem Raum pennen und 5 Bäder oder was. Ich habe 2 Quadratmeter. Purer Luxus. Jahrelange Übung, Leute. Klasse, Harald. Das hast du wirklich gut überlegt. Das ist ja auch noch eine Umleitung. Da müssen wir noch einmal durch den ganzen Stadtteil eiern. Jetzt im Kopf nicht aus. Eine Sache ist mir immer wichtig, Leute. Die Kippen gehören nicht in die Botanik. Dafür haben die Autos einen Aschenbecher. Oh. Ja. Du bist zu Hause. Klasse. Richtig gute Laune. Wetter ist auch top. Unter 20 Grad gefallen. Meine Fresse! Scheiße! Mensch, Volki. Ich kann doch nichts dafür, wenn der scheiß Lieferwagen da wieder abklappt. Volker? Was ist denn, Mann? Ich muss hier Auto fahren. Sag mal. Mich konzentrieren hier. Oh Leute, Bourgeoisie ist vorbei. Jetzt sind wir wieder in Mordor. Hast du das gehört, Harald? Nee, was denn? Da war gerade ein Schwarm Brüllmücken bei mir auf dem Sitz. Okay. Langsam bin ich wirklich außer mir vor Durst. Noch 12 Minuten. Schön, Leute. Jetzt fängt das auch noch an zu regnen. Was für ein klasse Tag. Da hätte ich auch auf der Couch bleiben können. Da ist immer schön Wetter. Ist wieder trocken, die Scheibe. Meine Lampe ist auch langsam defekt. Ich würde mir gerne mal wieder die Lampen anmachen. Ich kann nichts mehr zu verlieren. Das war doch von gestern. Von heute kann er noch nicht sein. Das schmecke ich. Scheiße, Scheiße, Harald! Was ist denn los? Ich bin links gemost. Verzögert sich schon wieder alles. Ich werde noch fischig hier. So, sieh zu da, du Eimer. Schön auf rechts. Dann wieder auf links. Kurze Wartung. Oh, fahr weiter mit deiner Klüngelkarre da. Meine Fresse. Mein Gott, ich werd irre. So, Leute. Langsam wird's wärmer. Die Pisetten auch. Gleich sind wir am Beach. Na, Harald, schön ein paar Schnittbilder. Jo. Es könnte der perfekte Tag werden. Aber nein, ich fahr 160 auf der Autobahn. Durch die Baustelle. Ist richtig. Ist ja gut jetzt. Scheiße mal aus der Fresse, sag mal. Aber Harald, eins muss ich sagen, das ist das Top-Beach-Wetter. Schön bewölkt, ein bisschen Regen, da hast du nicht so einen Trouble. Kannst du schön auch abparken.
Da steht ja keiner. So kann es stehen, Harald. Ich mach Parkmodus. So, Harald, als erstes reiß ich mir eine Flasche auf und trink mich ein bisschen runter. Zum Trafferiegelung gehen auch nicht mehr. Und meine persönliche ist auch gleich kaputt, wenn das so weitergeht. Ja, Harald, guck mal da. Das beste Nummernschild der Welt. Guck jetzt, haben wir wieder was Klasses entdeckt. Ah, toi, 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 Harald. Ich wünsche dir viel Glück. Das ist richtig Natur am Beach. Da kommt der Sand vorne rein. Da sind wir auch. Ich habe mir das für einen ganz besonderen Moment aufgehoben hier. Die Pesette. So, Leute, dafür sind wir hergefahren. Vamos a la playa. Ach, schön, Leute. Hier kriege ich richtig Biergefühle. Hier könnte ich mir richtig schön 15 Stück reinschrauben. Aber nö, eins. Dankeschön. Harald, nun gib mir mal nicht so auf die Nüsse. Das ist hier gerade mein Moment. Das muss ich genießen. Lecker. Oh, naja, immerhin eins. Hat mir den Kessel abgesprengt. Oh. Na, Harald, freust du dich schon auf die MPU? Was die MPU kostet, das verfeiere ich in 3 Monaten nicht, du Idiot. Du hältst schön die Fresse, ne? Ja, du weißt was genau. 160, Leute. Ich bin auf 180. Naja, Leute, wenn ihr das mal schön haben wollt, mit blauem Himmel und 53 Kästen Bier, vor dem Mann Falkensteiner Ufer, gibt es auch einen schönen Parkplatz hier. Naja, ein bisschen was brauche ich noch für den Weg. Wir müssen hier weg, Harald. Ich will auf der Couch. Da steht noch Bier von gestern. Komm jetzt. Harald, ich hab noch einen halben Zeit. Ich will jetzt wieder los. Kommst du jetzt mal bitte?